Ich bin ein Junge. Dies sollte nun nicht die große und beeindruckende Überraschung sein, doch wie so viele Jungs und auch Mädchen, liebe ich es zu zocken. Ob mit Freunden oder alleine. Immer wenn mir der Alltagsstress, die Arbeit oder sonstige Probleme zu viel sind, kann ich mich in meine virtuellen Welten zurückziehen. Und für den Moment, in dem ich spiele, kann ich dann die Probleme vergessen, die mich umgeben. Ob ich nun in einer apokalyptischen Welt umherstreife, mystische Kreaturen durch eine riesige Spielwelt jage oder in Welten bin, wo ich die Zeit zurückdrehen kann, wenn mir Antworten, die ich gegeben habe, nicht mehr gefallen. Es gibt eine unendliche Auswahl an Orten, wo man hin verschwinden kann. Manche davon sind schön, andere traurig und viele sind auch sehr gruselig. Doch man flüchtet natürlich nie komplett in die Spielwelt. Ich sitze dabei weiterhin vor meinem PC-Bildschirm und bekomme meine Umgebung mit. Wenn meine Mutter reinkommt und meint, ich müsste unbedingt aufräumen, bemerke ich dies natürlich. Doch vor kurzem konnte ich einen großen Traum von mir verwirklichen. Ich bestellte im Internet eine Virtual Reality Brille mit Kopfhörern und Joysticks. Also mit einfach allem drum und dran. Ich wollte schon immer eine haben, seitdem ich gehört hatte, dass es so etwas gibt. Ich meine, was gibt es wohl Besseres als eine Brille, die ermöglicht, dass du nicht nur sozusagen Beobachter des Spielgeschehens bist, sondern auch mitten im Spiel. Näher kann man einfach nicht dran sein oder in die Spielwelten eindringen. Es dauert einige Zeit, bis meine Bestellung ankam, doch als ich aus der Schule kam und das große Paket sah, konnte ich meine Vorfreude kaum zurückhalten. Ich packte es sofort aus, schloss es am PC an, stellte alles auf, sodass ich sofort bereit war. Und dann spielte ich die Spiele, die ich mir bereits zuvor geholt hatte. Es waren ganz nette Spiele, um mal Virtual Reality auszuprobieren. Und auch wenn die ersten Minuten unfassbar aufregend waren, nach einiger Zeit wurde es langweilig. Die Spiele waren nichts Besonderes. Sie entführten einen nicht in atemberaubende Welten oder zeigten einem tiefgründige Stories. Es waren einfach nur kurze Spiele für zwischendurch, die diese ganze Technik mal ausprobierten. Ich war wirklich enttäuscht, doch noch nicht am Ende. Ich wollte nachsehen, ob es vielleicht ein Spiel gab, welches mir das bot, was ich suchte. Ich suchte das gesamte Internet nach irgendwelchen Spielen ab, doch nichts haute mich wirklich vom Hocker. Es schien wohl einfach nur nicht so gute Spiele zu geben. Doch dann fand ich eine Seite, die mich vom Gegenteil überzeugen sollte. Testedeineangst.net. Ein User auf einem HTC-Chat empfahl diese Seite für Virtual Reality. Er schrieb, sie ist perfekt, wenn man ein wirklich gutes Spiel möchte. Sofort als man auf die Seite kam, bemerkte man, dass es sich um ein Horrorspiel handeln musste. Die Seite zeigte einen dunklen Raum, in dem ein kleines Licht brannte. Unter dem Licht war ein Knopf mit dem Text Download. Ich sah mir den Raum an, man konnte nicht wirklich irgendetwas erkennen. An der Seite stand ein kleines Kinderbett, das schemenhaft zu erkennen war, und auf dem Boden waren ein paar undefinierbare Spielzeuge, würde ich tippen. Doch was ich am beunruhigendsten fand, war in der Ecke des Raumes, direkt gegenüber vom Bett, schien jemand zu stehen. Die Person oder Gestalt war groß und hatte die Schultern hochgezogen. Man konnte wirklich nur Umrisse erkennen und im Gesicht so etwas wie einen Mund sehen. Ich bin nicht besonders mutig, was Horrorspiele angeht. Ich habe Five Nights at Freddy's, Slender und so weiter, also die klassischen Spiele gespielt. Doch auch wenn dieses Spiel nicht die normale Art von Unterhaltung war, die ich mir sonst holen würde, war ich so sehr daran interessiert, was es mit diesem Spiel auf sich hatte, dass ich es haben musste. Ich klickte auf Download und nach wenigen Minuten hatte ich das Spiel runtergeladen. Ich sah auf meinen Desktop, auf dem ich immer alle Dateien speicherte, weswegen er auch zugemüllt war, und suchte nach diesem Spiel. Und inmitten von irgendwelchen Dateien und Bildern von früher war es. Es war ein Zeichen mit einem hölzernen Stuhl und es trug den Titel TDA oder TDA, was vermutlich für Teste deine Angst stand. Ich war nervös, aber voller Vorfreude und klickte es an. Zunächst kam ein schwarzer Bildschirm auf meinem Desktop und der Text erschien: Setze deine VR-Brille auf. Ich tat, wie mir befohlen wurde, und mit einem Moment, als ich die Brille und die Kopfhörer aufhatte, war ich in einer anderen Welt. Alles um mich herum war schwarz. Es war so ruhig und ich konnte quasi kaum etwas hören, außer Wasser, welches von der Decke tropfte. Ich wanderte ein bisschen umher, jedenfalls so weit wie ich konnte, und sah mir alles an. Der Raum, in dem ich war, war sehr klein und kaum eingerichtet. Die Farbe an den Wänden blätterte bereits ab und man konnte nur Risse erkennen. Alles wirkte unfassbar echt und ich konnte beinahe spüren, wie kalt es in diesem Raum gewesen sein musste.
Ich ging weiterhin ganz vorsichtig auf die andere Seite des Zimmers und fand etwas. Zunächst konnte ich nicht wirklich erkennen, was es war, doch je näher ich ging, desto deutlicher wurde es. Mir wurde klar, dass vor mir ein Kinderbett stand. Es hatte einen hölzernen Rahmen und Verzierung und eine blaue Decke lag drin. Das Bett sah alt und unbenutzt aus. Man konnte sogar Staub darauf erkennen, wenn man dran ging. Ich war unfassbar beeindruckt, wie detailliert dieses Spiel doch war. Doch während ich das Bett vor mir so ansah, bekam ich einen eiskalten Schauer über den Rücken. Der Raum, in dem ich war derselbe Raum, der auch auf der Website zu sehen war. Dies bedeutete, dass in dem Raum, in dem ich gerade bin, die Gestalt sein müsste, die auch auf der Webseite zu sehen war. Ich drehte mich schockiert um und da sah ich sie. In der Ecke, die ich zuvor nicht wirklich bemerkt hatte, da ich viel zu beschäftigt damit war, mir abbröckelnde Farbe und Staub anzusehen, war jetzt das Einzige, worauf ich achten konnte. Denn dort stand die Gestalt. Sie stand nur da, ruhig, bewegungslos. Und ich zitterte und näherte mich ihr vorsichtig. Ich war nur noch 2 Meter oder so von ihr entfernt. Doch ich konnte noch zu wenig erkennen. Ich war neugierig. War dies der Test? Wie dicht traue ich mich an die Gestalt ran? Ich dachte, dass es sich vermutlich hier überall nur um ein Bild handelt, in dem ich mich frei bewegen konnte, da sich bisher noch nichts in diesem Spiel bewegt hatte. Also biss ich meine Zähne zusammen, ballte meine Hände zu Fäusten und ging noch einen Schritt näher. Und dann, keine Armlänge entfernt, stand ich vor ihr und konnte die Kreatur erkennen. Es war eine seltsame Gestalt mit weißer Haut, einem großen Grinsen, welches schmerzhaft verkrampft aussah, und einem dürren, ledrigen Körper. Die Kreatur hatte, wie es aussah, keine Augen und stand ruhig da. Die langen Arme, die es hochgezogen hatte, reichten trotzdem noch bis zum Boden. Ich war beeindruckt, wie sehr der bloße Anblick dieser Kreatur mir so eine Angst machen konnte. Es fühlte sich so an, wie wenn man ein ausgestopftes Tier streichelt. Man weiß, es kann einem nichts tun, aber trotzdem hat man das Gefühl, man sollte es einfach nicht anfassen. Ich streckte meine Hand vorsichtig und langsam aus und wollte gucken, ob ich irgendetwas tun konnte, dass was passierte. Doch bevor ich meinen Arm komplett ausstrecken konnte, hörte ich etwas. Durch meine Kopfhörer ertönte ein Geräusch, das wie ein schweres Atmen klang. Mein Herz schlug schneller und ich sah die Kreatur wieder an. Ich konnte erkennen, wie der Brustkorb sich auf und ab bewegte. Die Kreatur vor mir atmete. Und plötzlich, ohne Vorwarnung, riss sie die Haut in ihrem Gesicht auf. Und 2 große, blutunterlaufene Augen starrten mich direkt an. Voller Panik stolperte ich zurück und fiel bei mir zu Hause auf den Boden. Voller Panik riss ich die Brille mir vom Kopf und atmete tief durch. Ich hatte so unfassbare Angst wie noch nie zuvor. Doch zeitgleich, als ich wieder bemerkte, dass ich in meinem Zimmer war, breitete sich in mir ein Gefühl der Freude aus. So viel Adrenalin war unbeschreiblich. Ich kann es kaum in Worte fassen, was ich gespürt hatte. Doch das Spiel war noch nicht vorbei. Es gab noch ein 2. Level, wo man die Kamera an der Virtual Reality Brille verwenden konnte, um gruselige Dinge in seinem eigenen Zimmer zu sehen, so ähnlich wie Augmented Reality funktioniert. Ich stand vom Boden auf, riss mich zusammen und startete auch diesen Modus. Ich setzte die Brille auf und nach kurzer Ladezeit war es soweit. Ich konnte mich mit Hilfe der Brille in meinem Zimmer umsehen. Es sah alles exakt so aus wie immer. Es war halt so, als würdest du mit deinem Handy gerade dein Zimmer abfilmen. Doch als ich mich umdrehte und zu meinem Schrank sah, fühlte es sich so an, als würde mein Herz für einen kurzen Moment stehen bleiben. Die seltsame weiße Kreatur von zuvor stand nun auch in der Ecke vor meinem Zimmer. Ich bekam Panik und erneut zog ich sofort die Brille vom Kopf. Ich hatte zu viel Angst gehabt, um mir das Ganze nochmal anzutun. Ich sah in die Ecke und alles war so, wie es gehörte. Es war nichts dort. Ich blickte auf meine Uhr. 23.12 Uhr. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie schnell die Zeit vergangen war und entschied mich nun ins Bett zu gehen. Völlig erschöpft und noch ein bisschen verängstigt machte ich die Lichter aus und legte mich hin. Ich schloss meine Augen, doch wurde wenig später von einem seltsamen, tropfenden Geräusch wieder aufgeweckt. Müde öffnete ich meine Augen wieder und blickte in die Schwärze der Dunkelheit meines Zimmers. Und dann sah ich es. Die Umrisse der seltsamen Gestalt, die auf der anderen Seite stand. Ich hatte Angst bekommen,
und sah, wie die Kreatur sich mir mit offenen Augen näherte. Diese blutigen Augen mit gigantischen Pupillen. Ich dachte, ich hätte irgendwie vergessen, die Brille abzusetzen und wäre noch im Spiel. Doch als ich mir ins Gesicht fasste, bemerkte ich, dass dort nichts war. Die VR-Brille lag auf meinem Schreibtisch, dort, wo ich sie hingelegt hatte. Ich verstand nicht, was los war. Ich wollte schreien, doch bekam keinen Ton raus. Das Einzige, was ich tun konnte, war, dass ich die Decke über mein Gesicht zog und zitternd darunter lag. Wie ein kleines Kind verbrachte ich die nächsten Stunden ohne Schlaf. So lange, bis mein Wecker gegen 6 Uhr klingelte. Erst dann wagte ich einen Blick nach draußen. Ich zog die Decke von meinem Gesicht. Und alles war ruhig. Ich war alleine. Ich weiß nicht, was diese Nacht geschah. Doch seitdem ich dieses Spiel ausgetestet hatte, habe ich das Gefühl, verfolgt zu werden. Immer wieder höre ich dieses tropfende Geräusch und sehe Dinge, die nicht da sind. Doch schlimmer ist, dass egal was ich tue, ich mittlerweile nicht mehr weiß, ob das, was ich gerade sehe, im echten Leben passiert oder ob ich gerade in einer virtuellen Welt bin. Seid vorsichtig, was ihr alles mit Virtual Reality ausprobiert.